Ja, ich habe von meinem Kumpel Berthold eine Nachricht über WhatsApp erhalten. Er teilte mir mit, dass ich unbedingt am 27. abends den Blutvollmond filmen sollte. Dies sei ein außergewöhnliches Ereignis, das würde alle 100.000 Jahre in dieser Konstellation nur vorkommen. Da ich vor wenigen Tagen an Biebesheims Copacabana einen wunderschönen Vollmond gesehen habe, beziehungsweise er war noch nicht voll, es war nur, hat mir noch ein Stückchen gefehlt, habe ich gedacht, naja, das muss hier ja besonders gut aussehen. Eine nette Dame vom Campingplatz hat mich angesprochen und gefragt, was ich hier mit meinem Kamera-Equipment vorhabe. Ich habe ihr vom Blutmond erzählt. Sie teilte mir mit, ja, das sei wohl ein sehr guter Ort hier. Man könnte den Mond auch sich dann im Wasser spiegeln sehen. Ganz tolle Idee, allerdings der Vollmond sei erst nach 21 Uhr hier frühestens zu sehen. Um mich mit meiner Location etwas besser vertraut zu machen, bin ich natürlich hier etwas rumgelaufen und bin immer wieder begeistert, hier auf dem Grund des Rheins spazieren gehen zu können. Ich lebe zwar sehr gerne im Ried, allerdings hat man hier schon eher das Gefühl, irgendwo sich im Süden aufzuhalten. Für Schatzsuche ist hier ein wunderbarer Ort. Man kann immer wieder irgendwelche Skulpturen oder irgendwelche Dinge finden, die für einen selbst noch einen großen Wert bedeuten. Hier in der Höhe des Schiffes soll Hagen von Tronje den Nibelungenschatz versenkt haben. Allerdings gibt es mehrere Städte und Gemeinden, die einen Anspruch darauf erheben. Langsam kommen immer mehr Leute, die sich für das Großereignis Blutmond einen Logenplatz gesichert haben. Langsam beginnt es zu dämmern, die Spannung steigt. Ob die Gänse wohl wissen, welches Ereignis heute hier stattfindet? Alle blicken seltsamerweise in Richtung zum schwarzen Ort. Ja, aus dieser Richtung müsste auch der Mond zu sehen sein. Langsam werde ich ungeduldig. Ich rufe Freunde von mir an. Ich weiß von ihnen, sie sind derzeit auch mit dem Fahrrad unterwegs.
Sie befinden sich zurzeit auf dem Hochwasserdamm in Nähe des Biebesheimer Wäldchens, können allerdings auch noch keinen Blutmond sehen. Mathilde und Günther bekommen von mir mitgeteilt, dass ich zum Schwarzen Ort fahren werde und mich an die Treppen stelle und mein Equipment aufbaue, um doch vielleicht noch den Blutmond sehen zu können. Es wird immer dunkler, es ist kein Mond weit und breit zu sehen. Nachdem ich an den Schwarzen Ort gefahren bin, musste ich feststellen, hier herrscht Volksfeststimmung. Es sind unzählige Menschen anwesend, um das Spektakel sich anzusehen. Ja, und da ist er nun, der Blutmond. Ein besonderes Ereignis. Das musst du aufnehmen, das hast du erst die nächste Zehe, da ist auch ein Bogen. In der Presse wird Folgendes geschrieben: Zu der mit etwa 103 Minuten längsten totalen Mondfinsternis des Jahrhunderts gesellt sich ein besonders heller und großer Mars. Für die derzeit lebenden Menschen ist das ein einmaliges Ereignis. Ich bin so beeindruckt, dass ich die Firma Merck leicht gefällig aufgenommen habe. Mir sei dies verziehen. Ich bin wirklich von dem Ganzen, was ich hier sehe, ergriffen. Mathilde und Günther sind mittlerweile auch eingetroffen, haben sich das Ganze angesehen. Wir sind einfach nur fasziniert von dem Anblick. Kameratechnik ist es halt sehr schwierig, das Ganze aufzunehmen. Ich habe schon eine sehr, sehr, sehr lichtstarke Kamera, wobei man sagen muss, es gibt auch hier halt Grenzen. Hab dann spät abends nochmal die Nachrichten gesehen, muss aber auch sagen, die haben es auch nicht besser hingekriegt. Okay, Eigenlob stinkt, aber es war wirklich so. So, nachdem wir wieder ins Ort gefahren sind, hat mich Mathilde darauf hingewiesen, ich sollte doch die Beinstraße in die Richtung zum Bootshaus einmal filmen. Man hat nämlich da die letzte Phase des Blutmondes gesehen. Nochmals vielen Dank, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, den Rest auch noch zu filmen. Hier sieht man übrigens das kleine Pünktchen, das war der Mars. Ja, und das ist jetzt die letzte Phase des Blutmonds. Danke nochmals Mathilde, danke fürs Zusehen und tschüss.